warum ich in Deutschland angekommen bin. Weil ich habe Probleme in Afghanistan. Ich war in Afghanistan. Und meine Stadt ist sickerig. Meine Stadt heiße ich Kunduz. Das ist wirklich gefährlich. Und das ist nicht so sicher. Und wir hatten mit meinem Bruder gesprochen. Und mein Bruder hat entschieden, du musst gehen nach Deutschland. Weil Deutschland ist Sicherheit. Du kannst weiter Leben machen. Was du willst, was du möchtest, du alles machen. Mein großer Bruder hat gesagt, du schaffst das, du musst gehen. Ich habe gefragt, ich weiß nicht, wo gehe ich. Ich kann nur mein Dorf. Wo gehe ich? Weiß ich nicht. Mein Bruder hat gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich habe einen Schmuggler gefunden. Er kann gut. Und er ist bei dir. Du musst bereit sein. Ich und mein Bruder haben zusammen nach Pakistan gefahren. Mit Schmuggler. Ich habe viele Probleme gesehen. In Pakistan auch. Und die Polizei hat gesagt, wo gehst du hin? Ich habe gesagt, Afghanistan ist nicht sicher. Mein Land ist nicht so sicher. Ich musste hier lassen und ich musste gehen nach Deutschland. Die Polizei hat gelacht und hat gesagt, du bist noch so klein. Wo gehst du hin? Ich habe gesagt, ich musste ein neues Leben starten und muss ich gehen. Und die Polizei hat mich geschlagen und mit Zigarre hier was gemacht. Und wenn ich hier das sehe und alles, ich komme in den Kopf, ich kann nicht vergessen. Immer unterwegs, immer laufen, immer rennen, ohne Wasser, ohne Essen, Feuer, Schießen, alles. Endlich, wir kommen also die andere Land und weiß ich nicht, wo genau bin ich. Ich habe immer Angst. Wir schlafen auf der Straße. Gar keine Essen, nur was trinken. Und nur einfach laufen. Bis Ende. Immer Angst. Und weiß ich nicht, wann wir nach Deutschland angekommen. Immer unterwegs. Immer unterwegs. Immer laufen. Und ich mit meinem Bruder aus der Türkei angekommen. Und wir haben gar kein Geld. Schmuggler hat gesagt, dein Bruder muss bleiben in der Türkei und du musst gehen. Weil hast du gar kein Geld. Und deine Großbruder muss 2 Personen bezahlen, nicht für 1 Person. Und das Geld für 1 Person ist reicht.
Und ich komme nur alleine nach Grisla. Und die Schmuggler sind es alle sehr gefährlich. Immer sagen ruhig, schlagen, Schimpfwörter sagen. Und wir nur sagen, okay. Und wir fahren mit einem Boot mit 45 Menschen, Leute. Mit Frauen, mit älteren Frauen, jünger wie ich, ohne Eltern, ohne Bruder, ohne Schwester, ohne Papa. Alles dann gekommen nach Deutschland. Immer unterwegs. Und ich bin gekommen nach Griechenland. Die Polizei hat gesagt, wo gehst du hin? Ich habe gesagt, ich musste gehen nach Deutschland. Die Polizei hat gesagt, du bist noch gehen, du musst bleiben hier. Und hat viele geredet und hat geschenkt mich also für einen Kampf von über 18 alles. Ich dachte, hier ist nicht Deutschland und muss ich jetzt weitermachen. Und habe ich einfach abgelaufen. Immer ich gehe in die andere Land, die Polizei sagt zu mir, wo gehst du hin? Du hast gar keine Bruder. Du hast gar keine Eltern. Du bist 14 Jahre alt. Was machst du hier? Du musst bleiben hier. Du verstehst gar nichts. Und ich habe nur ein Ziel. Ich musste gehen nach Deutschland. Wenn ich gestorben bin, aber ich musste nach Deutschland gehen. Weil mein großer Bruder hat gesagt, du musst nach Deutschland gehen. Und das ist Sicherheit. Und was möchtest du machen gerne? Und bin ich fast 6 oder 7 Monate unterwegs und dann eigentlich ich komme nach Deutschland. Und ich komme in Oppenstadt, in Berlin. Und war ich beim ein Camp. Und dann, wir haben jetzt Betreuer, Vollmond, alles. Und also ich gehe zur Schule, das freut mich sehr. Also Schule ist besser. Ich war nie in Afghanistan in der Schule. Aber jetzt, ich war in der Schule, das sehr freut mich. Ich habe viele Freundinnen gefunden. Mit netten Lehrern. Und hier ist ganz andere. Die Leute sind sehr nett. Mit anderer Sprache. Ich dachte, ich komme nach Deutschland. Ich rede einfach meine Muttersprache. Aber ich habe geredet. Jemand hat gesagt, was sagst du? Und ich habe gesagt, oh, das ist die andere Sprache, muss ich lernen. Und jetzt, ich kann ein bisschen Deutsch und ich rede immer. Und das wirklich sehr freut mich. Ich gehe Schule und bin ich jetzt in Sicherheit. Und das ist mein großer Wunsch, ich musste meine Schule fertig machen und Abitur machen. Und jetzt bin ich hier zufrieden. Bin ich wirklich hier sehr zufrieden. Ich kann es jetzt vorstellen. Und immer ich gehe vom Fußball, Schwimmbad, Tanzen, Deutschkurs, Schule, beim Mikfeld, Skateboard, alles. Das freut mich sehr. Und ich habe viele Menschen kennengelernt. Und das ist so.
Aber jetzt mein Vater ist, verstehe das nicht. Wo bin ich? Ich habe gar keinen Kontakt. Fast 2 Jahre mit meinem Vater, mein Vater. Und weiß ich nicht, er lebt oder was. Meine Stadt ist wirklich sehr gefährlich. Kann man nicht leben. Niemand kann nicht leben. Und was habe ich in der Vergangenheit gesehen, ich kann nicht jetzt ausdrücken, weil wirklich das ist schwierig. Niemand versteht nicht das Schwein. Niemand. Mein Leben ist bevor wirklich sehr schwierig. Ich habe mit meinem Vater gearbeitet. Ich darf nicht gehen in die Schule, weil muss ich arbeiten. Und meine Schule ist auch nicht gut. Wir sitzen auf dem Boden und wir haben gar keine Hilfe. Wir müssen schreiben auf dem Boden. Aber ich gehe in die Schule. Es ist wirklich sehr schön, ist meine Schule. Und habe ich gefunden, viele Freunde aus Deutschland, aus anderen Land, aus meinem Land. Ich lächle immer, Die anderen denken, ich habe gar keine Probleme. Aber niemand das versteht nicht. Was habe ich gesehen? Was ist mein Wunsch? Ich schreibe immer in mein F und ich immer lese und bestimmt ein schöner Tag kommt, muss ich ein bisschen gedulden. Ja.